Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videoblog-Eintrag. Nächstes. Also, das ist erstmal ein Bundesliga-Blog-Eintrag-Video-Vorbericht zum 10. Spieltag, glaube ich. Aber nächstes Nerd-Shirt. Mein wahrscheinlich verrücktestes Shirt, was ich jetzt habe. Und auch das einzige in Blau. Und zwar das. Geil, oder? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann ich das anziehe. Oder ob ich es einfach so normal anziehe, dann halt nächsten Sommer, logischerweise. Weil es ja doch relativ auffällig. Ich habe auch keine Ahnung, aus was für ein Spiel das ist. Also, wenn ihr wisst, aus welchem Spiel dieses Monster ist, schreibt es mir. Ansonsten, ja, mag ich das Shirt. Das ist sehr, sehr, sehr verrückt, sehr crazy. Ist vielleicht nicht für jeden Anlass was. Aber irgendwie geil. Ich denke gerade so für abends, für die Disco. Da gehe ich ja nicht hin. So, kommen wir jetzt aber zum wichtigen Teil. Das war also Teil 2 vom Nerdshirt und jetzt kommen wir zu Teil 1 von Vorbericht der Bundesliga, Spieltag 10. Und da haben wir sie auch schon. Ich trinke einfach noch einen Schluck was, weil ich durstig bin. So, jetzt aber. Morgen, ich hoffe mal, dass dieses Video noch donnerstags rauskommt. Morgen Hoffenheim gegen Hamburger SV. Schwieriges Spiel. Schwieriges Spiel, schwieriges Spiel, schwieriges Spiel. Also momentan habe ich wirklich Hamburg getippt. 2-1 Hamburg. Und ich habe auch nicht so ein schlechtes Gefühl wie die letzten Saisons. Muss dann immer ins Auge gehen, wenn ich auf Hamburg getippt habe. Hoffenheim gegen Hamburg 1-2 steht da momentan drin. 2-1 Hamburg also. Ich fange jetzt nicht erst wieder an zu gucken mit Auswärtstabelle und Heimtabelle. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert, als ich das gemacht habe. In den meisten Fällen. Hamburg, Hamburg. Die haben 0-0 gespielt gegen, ich glaube. Gegen wen hatten die 0-0 gespielt im letzten Spiel? Wolfsburg oder Leverkusen, würde ich jetzt sagen. Wir schauen einfach mal nach. Leverkusen, zu Hause gegen Leverkusen. Und da haben sie. Hier steht aber nur mein Tipp. Hä? Die haben gespielt 0-0, ich wusste es doch. So, weiter. Also, wie gesagt, Hamburg gegen Hoffenheim ist schwierig zu tippen, aber Hoffenheim ist halt richtig, richtig, richtig schlecht. Und Hamburg, die haben ein bisschen Bock, deswegen, ich lasse es so, 2-1 Hamburg. FSV Mainz gegen Bremen, da habe ich für Mainz ein 2-1 getippt. Bremen hat man ja am Anfang der Saison gedacht, oh, das könnte interessant werden, aber mittlerweile denkt man, oh, das ist nicht mehr interessant. Vor allem, weil Pizarro keine Tore macht und auch nicht mehr spielt, ich bin so traurig. Ach Mann, ich habe mir so viel erhofft von Pizarro, Pizarro. Ich mag ihn halt einfach so sehr als Spieler, deswegen finde ich es so schade, wenn er jetzt in seiner wahrscheinlich mit letzten Saison oder zumindest mit letzten Saison in der Bundesliga nicht mal ein bisschen zieht und Tore macht. Ich denke, Mainz ist die gefährlichere Mannschaft. Mainz ist die vor allem zielstrebigere Mannschaft aufs Tor, deswegen auch hier ein 2-1 für Mainz. Oh, das reimt sich. Darmstadt 98 gegen Wolfsburg. Auch da muss ich sagen, bin ich mir nicht so sicher, ob Wolfsburg hier wirklich gewinnt. Ich habe natürlich 2-1 Wolfsburg getippt. Ich meine, bitteschön, aber Darmstadt mit ihrem Wagner, Sandro Wagner, dem traue ich ehrlich gesagt auch noch ein Tor zu und eventuell dann sogar den Sieg. Ich meine, wenn sie in Wolfsburg spielen würden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, das sollte eigentlich relativ klar an Wolfsburg gehen. Aber da sie in Darmstadt spielen, muss ich sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass Darmstadt gewinnt. Ich denke mal, dass hier fast jeder auf Wolfsburg tippen wird. Deswegen muss ich eigentlich nicht auf Darmstadt gehen. Das wäre ein ziemlicher Risikotipp. Echt. Es ist, also, rein auf dem Papier ist natürlich Wolfsburg die bessere Mannschaft. Deswegen lasse ich es auch bei Wolfsburg. Das gefällt mir besser. Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt. Oh. Die haben ja eigentlich nur durch ihr ein blödes Handtor gewonnen von Andreasen. Oder wie er mittlerweile schon total mega lustig genannt wird. Handreasen. Oh mein Gott, das ist ein sehr lustiges Wortspiel. Da dreht mein Monster auf dem T-Shirt durch. Frankfurt, die haben halt einen Alexander Meyer. Ne? Der, auch wenn die 5-1 verlieren, macht halt trotzdem sein Tor. Und Hannover ist so ungefährlich gewesen. Es kann natürlich sein, die 3 Punkte, der Sieg, dass sie jetzt ein bisschen beflügelt worden sind dadurch. Keine Ahnung.
Ah, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Die haben natürlich richtig, richtig fett aufs Maul bekommen. Und Hannover zu Hause. Wobei, sie sind auch nicht mehr die Heimmacht, die sie mal waren. Ich sag 2-1 Frankfurt. Bayer Leverkusen gegen Stuttgart. Oh, da habe ich ein 2-0 drin stehen für Leverkusen. Aber wenn der Tyton, der Torwart von Stuttgart, so gut hält wie letztes Mal, wird schwierig. Und die haben ja auch immer viele Chancen, was Angriff angeht. Also stürmermäßig geht da ja auch einiges bei Stuttgart. Die machen halt die Chancen noch nicht. Wieso habe ich denn da 2-0 getippt? Also ich gehe mal auf ein 2-1 für Leverkusen und mache mal das 2-0 zum 2-1. Bayern München gegen 1. FC Köln. Ich glaube, so vor gefühlten 200 Jahren war der 1. FC Köln der Angstgegner von Bayern München. Deswegen tippe ich hier mal nur 2-0 für Bayern. Und denke, dass Köln, ja, nicht mehr als 2 Tore kriegt. Mal schauen. Ingolstadt gegen Hertha BSC ist dann das Samstagabend-Topspiel. Und puh, was habe ich denn hier getippt? Da habe ich 2-1 Hertha BSC getippt, obwohl Ingolstadt zu Hause spielt. Ich glaube, das habe ich gemacht. Ich glaube, das habe ich gemacht, weil ich davon ausgehe, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo Ingolstadt einbricht. Erstes Mal auswärts verloren. Letztes Mal erst erste Mal auswärts verloren und ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, wo sie das erste Mal ein bisschen was liegen lassen, also auch hier verlieren und das Hertha BSC jetzt quasi 2-1 gewinnt. Ich sag mal so, Mikkel Weiser ist auch irgendwie für einen, das ist glaube ich ein Außenverteidiger, oder? Ich habe auch gesagt, es ist ein Mittelfeldspieler, aber es ist glaube ich ein Außenverteidiger. Mikkel Weiser ist auch heiß, hat auch wieder eine Vorlage gegeben beim letzten Mal und ich glaube, er macht dieses Mal sogar ein Tor. Nehmt mich beim Wort, Freunde. Mitchell Weiser Turm. Also 2-1 Hertha BSC. Der BVB gegen Augsburg. Ja, der BVB spielt ja auch heute gegen Kebele, oder wie die ausgesprochen werden. Und die spielen schon um 5. Und um 17 Uhr spielen die schon. Also ich weiß gar nicht, ob das Video dann schon online ist. Muss ich ja noch rendern, nachdem ich es abgedreht habe und dann hochladen etc. Also keine Ahnung, ob ihr es rechtzeitig sehen werdet. Ja, gegen Kebele. Mkhitaryan wird gar nicht erst mitgenommen, weil sich die Länder hassen. Also Armenien und Aserbaidschan ist das, glaube ich. Das letzte Mal, als der BVB in dem Land war, wurde er, glaube ich, irgendwie 2 Stunden im Sicherheitsbereich des Flughafens aufgehalten und da mussten sie für jeden Spieler 115 Euro oder sowas bezahlen, weil sie halt hier Kohlen gerochen haben beim BVB. Ich verstehe nicht, wieso ein, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Verbrecherstaat ist, keine Ahnung, ich kenne mich im Land nicht aus, aber das scheint ja ganz, also geht einiges schief in dem Land, wie es aussieht. Wie können die denn noch offiziell in der FIFA sein oder in der UEFA, besser gesagt? Also wie können die noch offiziellen Fußballverein haben? Was ist denn da los? Also erstens ziehen sie da eine deutsche Mannschaft ab im Sicherheitsbereich, die sonst nicht rauskommt. Das geht ja schon mal überhaupt nicht. Ich finde es erstmal krass, dass ich das jetzt im Nachhinein erfahre. Also da muss ich nicht aufgepasst haben oder es wurde in den Medien nicht breitgetreten. Das ist erstmal krass. Dann muss ein Spieler zu Hause gelassen werden, Mkhitaryan, weil das Risiko zu groß ist, dass da irgendwas passiert, dass irgendjemand durchdreht, dass die Fans andere umbringen oder so. Also das ist auch schon mal krass, finde ich. Das geht auch nicht. Das ist ein Sport, verdammt. Und dann, soweit ich weiß, wenn ich das richtig gelesen habe, ist der Kapitän oder von mir aus auch ehemaliger Kapitän von Kebele ist im Gefängnis. Der ist im Gefängnis und steht, glaube ich, unter Mordverdacht oder irgend sowas. Ich kann da mal kurz nachgucken. Kapitän von Kebele. Kebele. Ja, tatsächlich. Hier steht's. Kapitän von BVB-Gegner Kwebele unter Mordverdacht. Scheint einfach der wichtigste Gegner, der wichtigste Spieler zu sein beim gegnerischen Verein, aber gut, wenn es der Kapitän ist, klar. Mal gucken, ob da noch irgendwas steht. Der armenische Mittelfeldspieler Henrik Mkhitaryan blieb allerdings in Dortmund. Zwischen Aserbaidschan und Armenien gibt es immer noch politische Spannungen um die Region Bergkarabach. Bergkarabach. Ha. Spannungen, politische. So nennt man das. Politische Spannungen. Wenn es so gefährlich ist, dass der Spieler aus dem Land da nicht hinreisen kann. Wie gesagt, normalerweise
dürfen auch Armenier gar nicht in Aserbaidschan einreisen. Also die haben gar keine Einreiseerlaubnis. Sie dürfen da gar nicht rein in das Land. Deswegen am Anfang, als es halt klar war, dass der BVB nach Kerbela muss, da haben sie halt überlegt, ob sie eine Sondergenehmigung für Mkhitaryan beantragen. Aber dann haben sie sich wahrscheinlich darauf geeinigt, dass sie das direkt lassen, weil es zu gefährlich wäre. Aber das ist schon krass. Also da kann doch irgendwas nicht hinhauen. Das ist doch schon fast Kriegszustand. Da hat doch nichts mit politischen Spannungen zu tun. Was der Westen mit Russland, das ist politische Spannung, ne? Wenn man sich trotzdem noch begrüßt und begegnet, aber naja, wir wollen es jetzt auch nicht ausarten lassen. Vielleicht steht ja noch irgendwas wegen dem Kapitän. Kapitän im Gefängnis. Trainer Thomas Tuchel sagte Mittwoch vor dem Abschlusstraining in Baku: Ich finde es sehr schade, dass er nicht dabei ist, und er plädierte, der Fußball sollte auch auf dem höchsten Niveau etwas Unbeschwertes haben, losgelöst von politischen Konflikten, Ängsten und Sorgen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er damit Mkhitaryan meint und nicht den Kapitän des anderen Vereins. Ich meine, das hat ja nichts mit Politik zu tun, wenn der wegen Mordverdacht im Gefängnis sitzt. Ja, er hat über Mkhitaryan geredet, wie es aussieht. Doch auch dem Gegner fehlt ein Spieler aus ungewöhnlichen Gründen. Kerbelas Kapitän Javed Hüseynov sitzt im Gefängnis. Der 27-Jährige steht unter Mordverdacht an dem Journalisten Rasim Aliyev. Dieser war von 6 Männern zu Tode geprügelt worden. Also auch noch ein sehr schöner, angenehmer Tod. Hüseynov wird vorgeworfen, dabei gewesen oder den Auftrag zur Tat gegeben zu haben. What the fuck ist denn da los? Das Opfer hatte den Spieler zuvor kritisiert, nachdem dieser bei einem Auswärtsspiel in Limassol zyprische Zuschauer mit einer türkischen Flagge provoziert hatte. Auf Facebook hatte Aliyev den Spieler als ignorant und ohne Benimm beschrieben. Ein solch unmoralischer Mensch sollte nicht sein Land repräsentieren. Der Club hatte seinen Spieler vorübergehend suspendiert. Und der Club wurde erst 95 gegründet. Krass. Kerbela hat 13.200 Einwohner und liegt im Kaukasus. Auch irgendwas Interessantes? Anscheinend nicht. Da prügelt man also einfach Journalist, aber immerhin scheint ja das Rechtssystem noch zu funktionieren, wenn dann selbst so ein berühmter Spieler ins Gefängnis kommt und nicht aus fadenscheinlichen Gründen draußen bleibt. Aber das ist schon krass. Das ist schon krass. Sehr, sehr krass. Macht so einen Scheiß nicht. Bringt keine Leute um. Prügelt sie nicht tot, nur weil die sagen, ihr seid scheiße. Ich meine, dann sagt halt das ebenfalls und sagt, dass die scheiße sind. Aber es gibt keinen Grund auf der Welt, warum man jemanden verletzen sollte, nur weil er etwas gesagt hat. Das kann ich immer noch nicht nachvollziehen, wie man so dumm sein kann. Selbst wenn derjenige sagt, dass eure Mutter dumm ist oder was Schlimmeres, ich will hier nichts Schlimmeres sagen, aber selbst wenn eure Familie, eure Schwester, euer Bruder, euer eigenes Kind, eure Eltern, eure Mutter, euer Vater, wenn die aufs Übelste beleidigt werden, das ist scheißegal. Es sind nur Worte. Ne? Denkt mal drüber nach. So, jetzt aber weiter. Also der BVB gegen Kerbela heute Abend, das sollte auch ohne Mkhitaryan klappen. Und jetzt zur Bundesliga. Der BVB gegen Augsburg. Ich glaube, Augsburg ist mit einer der Lieblingsgegner vom BVB. Und da es beim Augsburg gerade überhaupt nicht läuft und beim BVB ja wieder ziemlich gut, muss ich sagen, ich bin zu Hause 3-0 gegen Augsburg. Oder wie ich sie gerne liebevoll nenne, Augi. 3-0 gegen Augi. Und dann zum letzten Spiel Gladbach, oder wie ich sie gerne nenne, Kladdi. Nee, eigentlich nenne ich sie nicht so gerne. Die einzigen Spitznamen, die ich für Mannschaften habe, ist Stuttgart, Studi natürlich. Vielleicht noch bei Wolfsburg Wolfi, bei Darmstadt Dormi. Nee, Quatsch, also eigentlich nur Studi. Ja. Also Gladbach gegen Schalke. Boah, das ist natürlich ein schweres Spiel, weil Gladbach dreht gerade wieder durch. Spielt 0-0 gegen Juve in Juventus Turin. In Juventus Turin. In Juventus Turin. Na egal, auf jeden Fall spielen sie 0-0 gegen die. Und das ist schon eine krasse Leistung, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass die gegen Juve ein Unentschieden holen. In Italien. Wow. In diesem Sinne würde ich sagen, Gladbach und Schalke, sind wir mal ganz ehrlich, die, also vom Gefühl her haben die oft nur wegen Fährmann gewonnen. Beziehungsweise nicht verloren. Und in Thomann kann ich alles entschärfen. Und abgesehen davon, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Spiele, die Schalke gewonnen hat, da hatten die einfach so ein bisschen Glück. Also, ich weiß auch nicht, die haben mich einfach nicht überzeugt, spielerisch. Ich hatte oft nicht das Gefühl, dass sie verdient gewinnen. Und deswegen sage ich, Gladbach gewinnt hier 2-1 zu Hause. Bam, ist es raus.
So, das war's dann auch schon, dass es nicht zu lang wird und bup, 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 bup. Oh, ich bin gar nicht auf den Augen drauf. Oh, wie dumm. Es ist immer so schwer im Video zu gucken, weil das dann halt spiegelverkehrt ist. Das heißt, wenn ihr jetzt das so macht, dann gehe ich nach oben, obwohl ich denke, dass ich so. So. Das wollte ich machen. So. Gibt es noch irgendwas? Ah, hier habe ich letztens getrunken. Ich habe mal wieder ein Bier getrunken. Wenn ich jetzt nämlich, also wenn ich jetzt mal ein Bier trinke, ich trinke echt sehr wenig Bier und generell sehr wenig Alkohol. Und wenn ich mal ein Bier trinke, dann muss ich sagen, trinke ich mittlerweile sehr gerne 0,33er, weil ich einfach 0,5er meistens zu viel finde. Also ich finde es einfach angenehmer. Aber egal. Das habe ich jetzt nicht getrunken, weil es 0,33er ist, sondern das hat mir mein Vater aus Spanien mitgebracht. Estrella! Estrella Damm. Estrella. Naja, eigentlich eher Estrella. Estrella Damm. Ich weiß nicht, was Damm bedeutet. Ist für mich kein spanisches Wort. Estrella bedeutet natürlich Stern, das ist klar, aber was Damm bedeutet? Cerveza Mediterrana. Und ja, ein mediterranes Bier aus Malta. Hat eigentlich ganz lecker geschmeckt, muss ich zugeben. Gut, macht's tschüss, tschüssi, tschüss. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, boop, Daumen nach oben. Da wird man euch loben, euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.